Guten Abend, ihr beiden, Wolfgang Prinz und Hansi Kraus. Schon wieder? Ja, wir sind heute hier am 25. April 2017 im Biomuseum in München und sind hier eingeladen von Wolfgang Prinz zu einer Veranstaltung. Wolfgang, wenn du mal kurz erzählst, bitte, was du heute Abend hier veranstaltest. Also heute ist ein Palettenzusammentreffen, habe ich das genannt. Das ist so eine Ableitung von einem Stammtisch, wo ich früher mal gemacht habe. Das hat geheißen Paletten-Stammtisch. Mhm. Palette ist zum Beispiel da herüben, gut zu sehen, ist abgeleitet hier mit meiner Palette, Malpalette, wo die verschiedenen Malrichtungen von mir drin sind. Das machen wir für RTL, für den Spiegel, Jack Nicholson, Karikatur, sprichwörtliche Bilder, der Geldteufel, dann hier die Szene mit dem Falschspieler und der Bayerhammer. Ja. Und das habe ich abgeleitet und habe gesagt, ich mache aus diesen Paletten ein Treffen von verschiedenen Gästen aus verschiedenen Rubriken. Mhm. Also Sport, Schauspielerei, dann Künstler, Musiker und so weiter oder Politiker. Und das war heute das Motto. Und das Motto hat geheißen, in die Augen schauen, miteinander reden und in die Augen sehen. Also das ist eigentlich gedacht gewesen. Was wir heute gemacht haben, oder? Ja, was wir heute gemacht haben. Genau. Und die Bilder haben wir vorgestellt, alle hier. Er hat uns rumgeführt und hat uns die Bilder erläutert. Kurz und hat uns alle 140 Leute hier erklärt, die auf dem Viktualienmarktbild vorhanden sind. Und da bin ich zum Beispiel auch dabei. Genau. Das ist da mal ganz wichtig und ganz nah herangehen. Wo ist der Hansi Kraus? Zeig's nochmal bitte. Hier und er sagt, das bin ich. Junger Mann, oben ohne. Ja. Und hier haben wir auch die Petra Perle zum Beispiel. Ja, bei der waren wir gerade. Ja, da waren wir gerade. Gehen wir ganz nah ran, jawohl. Und ansonsten alle Persönlichkeiten, die in München wichtig sind. Hm? Ja, ja. Wolfgang, was inspiriert dich um solche... Mein, jetzt ist er. Das ist gut. Mein lieben Mai. Mein. Es kommt die Polizei gerade dazu, die Rosenheim kommt. Jetzt kommt es. Wir sind gerade im Interview, du kennst es ja. Ja, aber unten ist schon noch ein Fotograf. Ja, es sind so viele da gewesen. Ja, geht's runter, holt's euch. Nein, das weiß ich, ob das so ist. Ja, das freut mich. Das wäre. Die Städter haben das auch schon gemacht. genau. Da habe ich jetzt gerade erklärt, ja, dieses Bild: 140 Leute drin, der Heinz ist zweimal drin. Dann der Valentin bläst da raus. Ja. Wer kommt raus? Ein echter Nachfolger? Nein, nicht. Ja, super. Der Gerhard Polt, Little Karlstadt, steht daneben, Hugo Strasser. Dann ist das letzte Mal da gewesen bei der Lokal, bei der Vernissage, der Friedel Fiesel, da ist er noch ein bisschen jünger, dann Günther Siegel von Spider Murphy. Michaela May war nicht da, aber mit der bin ich aufgewogen worden. Dann hier sind ein Haufen wichtige Leute noch, der Helmut Dietl, die Phonik von Quast, dann meine Ex-Frau, der Stoiber, der Birkeneder, der Hans. Strauß, Bally Brell singt im Duett mit. Nein! Da gehörst du auch nicht. Nein, ist das. Er ist ja ein wunderbarer Opernsänger, gell? Nein! Jawohl. Kurz intonieren wir ihn. Ein Star. Er ist ja gleich noch besser als wie in Rosenheim. Alles erst auf. Und was macht fürs Fernsehen was? Ja, für unser eigenes Fernsehen, für Baldrian TV. Inspiriert auch durch das Interview mit Dieter hier im Biermuseum, wo der Hansi die Kamera geführt hat. Vorbildliche Kamera. Ja, genau, unglaublich. Die Beleuchtung war ja. Maske haben wir gar nicht schon gemacht. Bei der, habt ihr die anderen gesehen? Nein. Der Nährlinger ist unten noch. Okay. Es sind jetzt natürlich schon ein paar gegangen, aber es ist noch unten ein Foto. Der Nährlinger ist weg da. Ja, jetzt zeigen wir jetzt einmal. Wolfgang, jetzt zeigen wir mal. Da ist die Gewichtsheberscheibe. Der Nährlinger ist das. Die Handel im Visier, Karikatur und so ist er realistisch. Ja, haben sie zuerst eine Aufnahme gemacht. Aha. Dann da hinten. Mooshammer, ja, mit der Daisy. Und das ist ja Mosi Bavaria. Ja. Also man kann sagen, du bringst Farbe nach München. Obwohl München schon so rot ist, aber bringst Farbe rein. Mit Unionsbräu. Mit Unionsbräu habe ich einmal gemacht. Und seine Speisekarten für die Wiesen habe ich gemacht. Dann hier sind Orden. Hier nach Haller habe ich gearbeitet. Dann für Pilser Orden. Dann das Wirmesia 100-jährige Orden habe ich auch gemacht. Oder da sind Krüge drin, Tassen und da vorne sind noch Krüge, die sind von meinem Buben.
von Bernhard. Da ist eine Uhr von mir, die erste Uhr. Also ihr kriegt jetzt praktisch eine Privatführung hier, weil das ist das zum dritten Mal, dass er eine Führung macht. Was ist das? Ja, sind wir das? Ja, das habe ich schon. Ja, was ist das sogar? Habt ihr eine Frage an den Wolfgang? Vor 10 Jahren bin ich aufgebunden worden mit der Wiedel. Das war hier. Mit dem Bild. Inzwischen sind 140. Und ihr hatte der Hansi Kraus noch längere Haare. Ja, wie oft war ich mit Trifter schon? Ja, sag mal. Aber jetzt sag mal, Wolfgang, warum hast du den Hansi Kraus oben ohne gemalt an dem Victor Allemann? Ja, wir machen ein Nacktbild an. Ja, ja. Er sitzt am Modell, der Hansi. Der. Gehen wir mal hin. Er wird jetzt altes schwul. Jetzt gehen wir mal drüber. Also, da gibt es die anderen. Wie kamst du? Also, da, das sind alles Rhythmus, gell? Der Elmar. Ist auch an die 10-mal Modell gesessen, der Fritz sitzt jetzt immer wieder mal jetzt nach seiner. Ach, der sitzt? Ja, der sitzt da. Der sitzt da. Dann siehst du einen Heidi, der Strauß hat mir Bilder geschickt, der war nicht Modell gesessen. Da habe ich auch Bilder gemacht, der ist auch nicht Modell gesessen, aber Fotomodell. Und eins hat sogar FC Bayern gestellt, hat er gekriegt für die Verdienste. Als Präsident sogar. Und das hat die SPD gekauft, ist aber auch ein Repro, kommt ins Stadtmuseum rein. Vor allem hier, wird das so zu beachten hier. Der Künstler himself. Und da habe ich die Maus, aber nicht die Computermaus, weil drum schaut die Glückskasse darüber. Dann Sigi Sommer, nee. Das war natürlich ein Monsterwerk. Also das, aber er ist mir erst gesessen, oder? Sechsmal ungefähr ist er mal gesessen. Die Bücher habe ich nicht. Sehr lebhaft, das Bild. Alles nicht digital, sondern also wirklich so gemalt. Toni Berger ist auch 10-mal im Modell gesessen. Das war zur Freiheit noch, mit Franz Xaver Bogner. Und der Bayerhammer ist mir 2-3-mal im Modell gesessen. Und ist dann auch gekommen. Das war der schönste Hund von Bayern, war so ein Wettbewerb. Von der TZ. Moment, war das der schönste? Also, hier ist der. Du, Max, schau mal. Ja. Da. Ferdinand spielt, das war Auftrag, das ist jetzt original. Haben Sie mal das Fasselhorn von Janik noch? Den habe ich auch noch gemacht, für den habe ich mehrere. Mit Abfluss. Und das ist original, gemalt natürlich, und ja, das hat er gekriegt zum 89. glaube ich. Aber das ist mein Favorit. Ja, das sind die Sommer, ja. Ja. Den hat er wirklich gut erwischt. Und jetzt gehen wir da noch schnell rüber. Naja, da vorne sind auch Krüge drin von mir. Wissenwerte Krüge. Da gehen wir mal mit ohne die Kamera. Ohne die Kamera. Ohne die Kamera. Ja, selben Stellen jetzt dran. Das ist der Strauß. Da ist vom Heide, Fischerfroni, Käfer, Löwenbräu, Ochsenbraterei, die habe ich alle gemacht. Und fürs Hofbräuhaus zwar. Also das sind alles Wiesenwirte-Krüge gewesen. Die gibt es leider nicht mehr, die sind ausverkauft, aber die sind gut gelaufen. Und also umso wertvoller. Unikate. Unikate, ja. Ja, die sind jetzt natürlich, es gibt schon vereinzelt, kriegst du das irgendwo mal angeboten, aber sonst. Im Zweifelsfall im Internet. Ja, ja. Oder am Flohmarkt. Vorsicht da. Ja. Wie oft hast du die Bilder praktisch gemalt? Das habe ich im Original, habe ich das ein bisschen größer noch. Aha. Das sind aber auf Leinwand gedruckt und aufgezogen. Ja. Gedruckt? Gedruckt. Reproduziert fast wie das Original. Also da meinst, manche meinen, das sind Originale. Aha. Aber die Originale sind ein bisschen größer noch. Aha. Um 5 bis 10 cm fast. Das ist das sehr gut. Ja, also das ist natürlich der Wahnsinn. Ja. Das war, am Schluss habe ich ihm dann noch Augustiner reingedruckt. Die ganzen Bücher drin von ihm oder fast alle, sind die Sommerliteraturpreis. Autogrammkarten, der Schulz, sein Verleger, da war ich noch ein bisschen jünger. Das ist der Schwitz da vom Stammberger See. Vom ja, genau, der Schulz. Vorsicht. Das nicht stolpert. Da sind die Teufel, die Fantasie-Teufel von mir, der Saufteufel, der nicht heimgeht, der Geldteufel.
dann der Würfelteufel, Parfümteufel, Roulette-Teufel. Sechs Teufel habe ich auch gemacht, aber den hat der Direktor gesagt, nein, hängen wir doch nicht auf. Hat er gesagt, dann ist das wieder mein Sohn als Modell, der mit dem Brett vom Hirn, das sind sprichwörtliche Bilder. Was ist das? Das ist auch Stein im Brett. Stein im Brett. Stein im Brett. Ah ja, aha. Und das da ist eigentlich immer aktuell seit x Jahren. Der Mensch hat es in der Hand, die Welt macht es mit Gewalt kaputt. Also der Bösartige. Das ist der Richard Wagner Teufel. Ist auch König. Der König wird ausgebeutet vom Wagner. Wagner war ja menschlich schlimm, aber als Künstler toll. Leo Slezak als Lohengrin. Dann der Siegfried, hier die Burg Falkenstein, die nie gebaut wurde, dann da. Lochengrin. Ja. Ja, Wolfgang. Haben wir noch? Ja. Die Erzählung von Lohengrin, von Leo Slezak. Ja. Und der hat das auch immer gemacht. Ja. Lochengrin. Lochengrin singt so lange, bis Elsa ihn fragt, welchen Geschlechtes er sei. Das muss ich euch erzählen. Die war 10 Jahre Speisekarte im Hackerkeller. Sagt der Wirt hinten, malst du mich hinten klar rein? Na, haben wir gedacht, ich mal mich doch mal klar rein. Dann mal ich mich mal groß vorn auf. So ist das entstanden. Ach, das bist du? Das war ich einmal. Ja. Ja, das war dann das habe ich auch im Auftrag von Augustiner gemacht, habe ich zuerst erzählt. Für die Högenauer. Im Auftrag von Janik. Da ist der Nährlinger, der sitzt unten. Dann der Polt, wer ist das? Die Merkel. Und der Sigi Sommer da hinten und der Süßmeier. Und das ist die Maria, die ist jetzt im Rollstuhl. Und das ist schlecht reproduziert, aber in Wirklichkeit dreimal so groß. Das ist ein 3-4 Zentner Tisch gewesen. Das haben die mir reingetragen, die Augustinerleute. Und das wurde geschnitzt außen in Oberammergau von einem Schnitzer. Und das ist ein Alterswerk von dir. Ja, da haben alle gesagt, das ist aber toll, da weiß ich es gar nicht von. Dann schwenken wir gleich wieder weg. Das, da haben sie neulich ein Ding aufgenommen bei der Vernissage, ein Friesel, Fiedelfiesel. Und hier, das ist eigentlich mein Lieblingsbild, mein Familienbild, meine Ex-Frau, da bin ich. Und da sitzt einer, der spielt falsch. Da sage ich, der spielt doch einer falsch, der hat spielt hart. Und das sind meine Kinder, eine Ratte. Kommt da ums Eck, der Wurm aus den Äpfeln, dann ein Vogelschlag 3. Das ist eigentlich mein Wohnzimmer gewesen, wo ich verheiratet war. Und das habe ich umgemalt, also geschrubbter Boden und so. Das ist eigentlich wirklich, als Repo geht das wie die Feuerwehr. Schön. Komm ich auch daran. Du kennst es, das hat fast jeder. Angeblich soll es der Clint Eastwood auch haben, hat mir der Birkenjeder gesagt, weil der kommt ja oft dann rüber. Der Hans, der hat heute gesagt, der kommt, ist auch nicht gekommen. Es war mindestens ja, doppelt so viel waren wir gewesen. Aber mich freut es, dass ihr zwei gekommen seid. Gehen wir gerade von der Arbeit. Gerade von dran. Die Marisa hat auch gesagt. Wir haben Rosenheim heim wieder mal. Die hat gesagt, besser. Sie kommt von Fall gelöst. Sicher. Ja, gelöst er nicht. Nee. Wir sind auf einer heißen Spur gewesen. Ich bin auf froh, dass es waren. Auf einem guten Weg. Und jetzt gehen wir runter zum. Zum Manfred. Wir danken dir, Wolfgang, sehr für die ausführliche Führung. Du hast schon so ein bisschen Licht bekommen. Viel Erfolg weiterhin für deine Ausstellung und noch einen schönen Abend. Dankeschön. Hallo. Danke. 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 Danke.